Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spin Tires. Wir haben ja hier unser kleines Problem. Dass wir unseren Truck da festgefahren haben. Ich glaube, wir wechseln gerade nochmal das Fahrzeug. So, ich hatte jetzt mal die Überlegung. Einmal sollten wir erstmal den Motor starten. Dass wir entweder, das wollte ich jetzt mal probieren, wenn ich hier mal die Kamera vernünftig hinkriege. Genau, mal in die Richtung hier irgendwie ziehe. Vielleicht kriegen wir ihn dann weg. Ich glaube, das sieht gut aus. Müssen wir noch mal ein bisschen vorwärts. So. Jawohl, wir sind frei. Wir haben ihn frei. Hervorragend. Also, das zeigt uns schon mal, da kommen wir nicht hoch. Aber wir könnten hier entlang fahren. Das wäre vielleicht eine Idee. Wir wechseln gerade nochmal ins Fahrzeug. So, wir machen hier nämlich den Motor aus. Und jetzt wechseln wir wieder auf den hier. Lösen die Handbremse. Und fahren gegen den Tank. Okay, wir haben noch gleich ein bisschen getankt. Schadet nie. Einfachste wäre ja wirklich, wir kämen da irgendwie drüber, aber da sehe ich nicht wirklich noch eine Chance für. So, es muss doch möglich sein, da wieder vernünftig rückwärts runterzukommen. So.
Na, also. Wendig sind diese Teile hier nicht. Das ist einer ihrer größten Nachteile. Sie sind alles, aber nicht wendig. Bärenstark kommen nahezu fast überall durch. Bei solchen Wänden kapitulieren natürlich dann noch die mal. Aber so, müssen wir gerade mal gucken. Da hatte ich gehofft, kann ich hier eigentlich da links entlang. Ja. So viel dazu. Da kommen wir niemals durch. Fahren wir da noch mal ein Stück zurück. Vielleicht kommen wir ja doch da irgendwo hoch. Was für Wege. So. Brauchen wir auf jeden Fall noch mal die Winde. So, Winde. Handbremse sollte ich lösen. Am ehesten schaffen wir es da drüber. Ja. Winde.
Er wühlt sich durch. Das Teil ist schon der absolute Wahnsinn, wo wir hier unterwegs sind. Ist einfach nur der Hammer. Guckt euch mal an, wo die Verdeckung ist. Ja, wir stehen jetzt erstmal hier. Die nächste Frage ist, wo und wie kommen wir hier wieder runter? So. Halleluja. Guckt euch an, wo wir hier waren. Das heißt aber auch, wenn wir dahin wollen, müssen wir hier den Weg entlang. Oder hier irgendwie runterkommen. Also wenn ich kann, versuche ich zurückzukommen. Frage ist, ob wir es schaffen. Schon mal nicht. Wollen wir da an dem Baum hängen? Können wir mit der Winde arbeiten? Wenn man hier vernünftig was sehen würde, wäre schon mal viel, viel gewonnen. Oje, oje. Kommen wir mal da hoch. Es wäre uns zu wünschen. Wahnsinn. Die Teile sind einfach nur das absolute Tier. Wo kommen wir denn jetzt? Ich würde mal versuchen, dass wir da rumkommen. Vermeiden, dass wir da irgendwo runterpurzeln. Runterpurzeln wäre nicht gut. Und das macht nämlich auch so einem Gefährt dann mal irgendwann Schwierigkeiten. Lalalala.
Ja, das war dann doch ein wenig steil. Die Fahrt hätten wir besser nicht genommen. Ich glaube, wir müssen uns in die Werkstatt retten. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, darüber. Wie rette ich mich denn jetzt in die Werkstatt? Ja. So. Ging leider nicht anders. Da haben wir dann doch zu sehr kaputt gemacht. Aber ihr habt ja gesehen, was das Teil für ein Tier ist, also was da geht. Also die sind wirklich sowas unglaublich geländegängig. Da, die hält so schnell wirklich gar nichts auf. Und immerhin haben wir jetzt hier eine Verdeckung aufgedeckt. War schwierig genug. Wir waren tatsächlich auf der richtigen Seite unterwegs. Von der anderen wären wir nämlich gar nicht dahin gekommen. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir langfahren müssen. Dass wir die nächste aufdecken können. Dum, 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 dum. Gerade mal schauen. Wo müssen wir denn lang? Also, wir müssen hier entlang. Und dann hierhin zurück. Dadurch und dort. Gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Dann kennen wir unseren Weg. Vorläufig. War noch was, was fast wie ein Weg aussah. Aber wir nehmen jetzt mal den wir hier geplant haben. So, hier müssen wir ums Eck. Wie gesagt, wendig. Anders. Aber die walzen im Zweifelsfall halt einfach alles platt. Da kennen die Tiere hier nichts.
Da ist wirklich noch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ihr habt es ja gesehen. Okay, zu extrem darf es dann natürlich auch mal irgendwann nicht mehr werden. So, und jetzt im Dunkeln durch den Fluss. Das ist mir natürlich gar nicht so sympathisch. Wobei hier ja noch relativ klar gezeichnet ist, wo es lang geht. Da gibt es Flussstellen, da sieht es anders aus. Ich vermute mal, dass das hier irgendwie so der Weg ist, sein könnte, so in der Art irgendwie. Das lässt sich nicht immer so genau feststellen, aber wie gesagt, wo die lang wollen, da gibt es auch einen Weg. Folgen wir mal dieser Fahrspur hier. Jetzt gilt es mal, die nächste Verdeckung zu finden. Das sieht schön aus mit dem, wenn das da so reflektiert. Gerade mal gucken, wo wir denn hin müssen. Oh, da haben wir noch ein Stück. Verdeckung, und da muss dann noch irgendwo die Stammausgabe sein. Hier so geht, glaube ich, der Weg entlang. Wow. Dunkelheit macht es nicht unbedingt einfacher. Ich denke mal, bis zur Stammausgabe, Verdeckung fahren wir noch. Hier sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ne, das sieht sogar sehr gut aus. Und da ist schon unsere Verdeckung. Herzlichen Glückwunsch. So. Da ist noch ein Typ C irgendwas. Da sollten wir, glaube ich, noch gerade mal hinfahren. Und dann können wir da noch zum Tanken und dann ist auch Schluss für heute. Ich sollte mir den gerade noch markieren, dass ich den auch finde. So. Jetzt weiß doch keiner so genau, ob hier der Weg ist, aber das ist ja egal. So, den hätten wir auch freigeschaltet. Wir fahren jetzt aber gerade noch zur Tankstelle. Dann holen wir Holz. Aber das dann natürlich erst in der nächsten Folge. Oh, wie ihr seht, es gibt tatsächlich Tankstellen. Richtige Tankstellen.
So, Fahrzeug getankt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann unsere erste Holzlieferung machen. Wo müssen wir denn dann eigentlich hin? Darüber zum Ziel, genau. Gibt nur das eine Ziel, oder? Ja, gibt nur das eine. Dann bringen wir die erste Ladung mit dem Typ E und die zweite, da holen wir dann hier noch einen Anhänger. Oder holen, ja, holen da einen Anhänger und bringen dann von dort aus nochmal eine Holzlieferung da hoch. Dann haben wir auch mal beide Stellen abgefahren mit beiden Fahrzeugen. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.